So. Verkauft ihr uns zur Not Steine? Nein. Und ihr seid die Bösen. Okay. Auf euren Befehl! So, das heißt, hier haben wir uns dann abgesichert. Ich nehme nämlich mal nicht an, dass sie hier hinten durchkommen. Also über das Dorf kommen werden. Wenn sie uns mal angreifen sollten. So, da wir ja mehr als genug Wolle auch haben, errichte ich noch einen Weber. Und ja, verkauf ein bisschen Holz. Nein, kann ich nicht verkaufen. Das heißt, wir schmeißen es einfach weg. Ja, Leute, sind Klamotten da? Holt sie euch einfach. Nein, ich will nicht hier drüben hin. Sofort. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. So, unsere Mauer steht. Jetzt auch. Unsere kleine Armee ist auf dem Vormarsch. Fehlt nur noch unser zweiter Weber. Guck mal. Käse ist genug da. Fischwurst. Brot ist halt jetzt gerade Mangelware. Das, obwohl wir nur einen Bäcker gerade zur Zeit haben. Also ja, theoretisch bräuchten wir eine zweite Weizenfarbe. Aber ich denke mal, wir kommen auch so gut voran. Auf euren Befehl. Jawohl. Verstanden. In den... So, dann holen wir mal da die Jungs runter. Dieser Außenposten wurde ausgeschaltet, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Machen wir mit dem nächsten weiter. Wie ihr wünscht. So, den erobern wir jetzt. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wie ihr wünscht. Und der Außenposten wird dadurch... Ach nee, halt. Sofort. Ein Außenposten wird repariert, solange er besetzt ist. Alles klar. Gut. Schon unterwegs. Verstanden. Jawohl. Jawohl. Es gibt kein Zurück. Verstanden. Alles klar. Dieser Außenposten wurde ausgeschaltet, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Machen wir mit dem nächsten weiter. Wir haben ein Territorium eingenommen. So, sobald eben der Außenposten geheilt ist, heilen auch langsam unsere Truppen. Und da wir dadurch jetzt noch mehr Schafe haben, errichten wir doch einmal einen Schafstall. Schon unterwegs. Ei. Sofort. So, ein Außenposten müssen wir noch zerstören. Schon unterwegs. Damit haben wir dann die Straße freigemacht. Ei.
Zum Angriff! Kämpft weiter! Die Küste ist nun frei. Hervorragend! Ich leihe euch einen Dieb, der unbemerkt herausfinden kann, wo der Botschafter gefangen gehalten wird. Vielleicht findet ihr über den gefrorenen Fluss eine Abkürzung nach Kirkasund. Dieser Außenposten wurde ausgeschaltet, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Machen wir mit dem nächsten weiter. Ja. Wir stellen euch einen Dieb an eure Seite. Er weiß, das Lagerhaus des Feindes zu infiltrieren und den Aufenthaltsort der Geisel herauszufinden. Ihr müsst den Dieb sicher ins Lagerhaus von Kirkasund geleiten, ohne dass er von Militäreinheiten entdeckt wird. Ja, das sollten wir hinkriegen. Verstanden. Auf euren Befehl. Da ist unser Dieb. Zur Not können wir, glaube ich, jetzt jederzeit neue Diebe bei Ihnen anheuern. Wie ihr wünscht. Und ja, da ist Kirkasund. Schon unterwegs. Jawohl. Ich sollte das Ding einnehmen. Sofort. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Das würde mir wenigstens noch eine Tierherde einbringen, also eine Kuhherde. Was nicht unpraktisch wäre. Ah, wo sind die Angeschlagenen? Alles klar. Das sind die hier. Hi. Alles klar. So, Klamotten sind jetzt auch wieder langsam kein Problemchen mehr. Schon unterwegs. Ja, und um es einzunehmen, müssen wir es halt noch ein bisschen runterprügeln. Kämpft weiter! Das Schöne ist, die Bogenschützen können Feuerpfeile verschießen. Ei! So. Einnehmen. Die Kühe gehören uns. Verstanden! Auf euren Befehl! So gut wie erledigt. Oh. Und du solltest eigentlich... Auf der Stelle. Natürlich. 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 Gucken, wie du da reinkommst. Auf dem Weg. Ja, hier unten wäre halt eine Möglichkeit für uns da zum Einfallen. Auf der Stelle. Wie ihr befehlt. Sofort. Unser Dieb wurde entdeckt. Ja. Ihr habt euer Ziel gefunden. Setzt nun den Dieb ein, um Informationen aus dem Lagerhaus zu stehlen. Nein, können wir nicht. Wir stellen euch einen Dieb an eure Seite. Er weiß, das Lagerhaus des Feindes zu infiltrieren und den Aufenthaltsort der Geisel herauszufinden. Ihr müsst den Dieb sicher ins Lagerhaus von Kirkasund geleiten, ohne dass er von Militäreinheiten entdeckt wird. Ein Steinbruch schon wird unterwegs. Bald erschöpft sein. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. So, bauen wir mal unsere Burg aus. Für den Fall, dass wir noch mehr Soldaten brauchen. Verstanden. Wie ihr wünscht. Ei. Naja, wir können die Soldaten einfach rauslocken. Wie ihr wünscht. Sofort. Jawohl. Auf euren Befehl. Angriff. Thank you.
Zum Angriff! Schon unterwegs. So, die Bogenschützeneinheit hat's auch erwischt. Das heißt, die wird auch erstmal zurückgezogen. Wie ihr wünscht. So, nachproduziert. Schon unterwegs. Jetzt haben wir auch wieder genug Platz, um noch jeweils eine Truppe auszubilden. Alles klar. Gut, und für unseren Dieb sollte jetzt der Weg hier oben frei sein. Die werden dann nachgefüllt. Wir können noch ein Fest ausrichten. So, alles ist jetzt schön und in Ordnung. Wie ihr befehlt. Auf der Stelle. Natürlich. Ja. Ihr habt euer Ziel gefunden. Setzt nun den Dieb ein, um Informationen aus dem Lagerhaus zu stehlen. So. Es ist wichtig, den Dieb sicher zurück in eure Burg zu geleiten, damit er die Information überbringen kann. So gut wie erledigt. Wie ihr befehlt. Wie ihr befehlt. Auf der Stelle. Ja, wir müssen ihn eigentlich nur aus der gegnerischen Stadt rausbringen. Auf dem Weg. Ja. So. Und dann auf unsere Burg klicken und das sollte gut sein. Hi. Sofort. Sofort. So, unsere Armee ist wieder ready. Ah, der Dieb zieht, glaube ich, auch als Militäreinheit. Und als nächstes müssen wir Kirkasund dann belagern. Nur nicht über ihre Hauptmauern, sondern eben über den Sekundäreingang. So, die zweiten Kühe sind da. Das ist gut. Schafe sind auch mehr als genug da, um genug Wolle zu produzieren. Wir können wieder so die Hälfte unseres Holzes wegschmeißen. Alles andere sollten wir aufheben. Kleidung, alles gut. Da auch alles gut. Jetzt haben wir mehr als genug Frauen. Ja, und mit dem letzten Stein, was wir hier rauskriegen, wird es nicht reichen, um die Kirche auszubauen, denke ich mal. Wobei, hier sitzt noch 7. Er lagert 9 ein. Sind wir auf 6 und 3. Ja, doch, das reicht gerade so, um die Kirche auszubauen. So, unser Dieb kommt mit den Informationen. Jawohl! Unsere Leute, unsere Armee ist bereit. Jawohl! So, und unser Dieb muss nur noch in unsere Burg kommen. Unser Dieb hat ihre Burg ausspioniert. Nun können wir sehen, was sie vorhaben. Hervorragend. Nun wissen wir endlich, wo sie ihre Geisel gefangen halten. Wir haben gelernt, Diebe auszubilden. Von nun an können sie in unserer Burg rekrutiert werden. Seid gegrüßt,
Mein Name ist Hakim Abd al-Sahr. Ich bin Ritter und Botschafter meines Volkes. Doch eine Teufelin namens Crimson Sabbat hält mich gefangen. Ein Steinbruch ist erschöpft. Einem Alles Steinmetz klar. fehlt es an Stein. Findet mein Gefängnis, O Ritter, und befreit mich von meinen Ketten. Jawohl. Ja, das Gefängnis dann wohl. Nicht dieses hier. Oder auch nicht das hier unten. Oder das hier.